Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Alien Isolation auf Pelzig. In der letzten Episode sind wir wieder reingerutscht und auf dem Weg, also in die Sevastopol-Station wieder reingerutscht und auf dem Weg zum Marshall-Büro haben wir gesehen, dass die Androide freigelost worden sind und hier durchdrehen. Ach, da ist eine Speicherstation gewesen, mal gucken mal da. Hätte ich doch vorhin speichern können, wenn ich nicht so in Tötungslaune gewesen wäre. Ja, dabei haben wir festgestellt, dass es hier anscheinend bösartige Leute gibt, die uns attackieren und uns arschießen. Uns gibt aber auch Verbündete oder Zivilisten, wurde es bezeichnet. Und wenn wir die umbringen, hört das Spiel wieder auf, so wie wir das bei deiner komischen Klempner-Zwillinge-Klone da erlebt haben. Gehe ich nochmal hier rein. In der Passage bin ich beim letzten Mal nämlich gestorben. Und jetzt wollte ich da eigentlich vorher nochmal Schluss machen, bevor nochmal Schießerei kommt. Aber wie sich rausstellt, so Schlafkapsel wie in Japan, ach. Ja, wie sich rausgestellt hat, sind ja wohl keine Menschen jetzt in dem Durchgang. Vorerst mal. Okay. Blub, 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 blub. Hopp. Sevastolink, Hilfe! Haste, sind Sie noch da? Warum zur Hölle sind wir nicht auf der Anisidora geblieben? Die haben mich im Labor drüben im Systec-Turm eingesperrt. Holen Sie mich verdammt nochmal hier raus! Aufzüge sind außer Betrieb und überall liegen Leichen rum. Ich bilde mir ein, dass ich es durch die Wände hören kann. Okay, das ist... Audio. Ich hoffe, Sie hören das, wenn Sie aufwachen. Ich weiß, dass es Sie mitgenommen hat, als das Teil aus Foster gekommen ist. Aber Sie können trotzdem nicht so einen Mist bauen. Sie haben sich viel zu stark betrunken und den Leuten, die im Einkaufszentrum übernachten, zu viel erzählt. Ich habe Sie davongezerrt, als ich den Blick in Ihren Augen gesehen habe. Wir können nicht wieder dahin zurückgehen. Niemand darf erfahren, dass wir etwas mit Marlow und der Anisidora zu tun haben. Ich komme zurück, wenn Sie wieder nüchtern sind. Aha. Scheint das wohl geplant gewesen zu sein, ha? Huh? Wahrscheinlich wieder Weyland Yutani seine Finger im Spiel gehabt. Könnte ich drauf wette irgendwie. Weyland Yutani sind ja grundsätzlich immer die Böse, so wie Shinra in Final Fantasy VII, immer so ein bösartiger Konzern. Okay, ich erinnere mich noch, dass Unna, wo der Android war, da hat es noch einen Weg gegeben, den wir noch nicht gegangen sind. Da rennen wir doch jetzt mal. Jetzt ist das Alien Unimi da, da müssen wir Anime rennen. Müssen wir Anime schleichen. Dann darf ich auch mal den Luxus rennen hier genießen. So muss ich durch. Ja, ja. Dass nicht irgendjemand mal die Propaganda ausgeschaltet hat. Ich könnte mal denken, dass irgendeiner sich einmal gesagt hat, hey, das geht mal so auf den Sack hier, ich kann es nicht mehr ehren. Vor allem, wenn hier das Schiff schon am Sinken ist und die Kanalisation, Kanalisation sag ich, und hier die Station eigentlich schon total am Arsch ist. Okay, nichts mehr abzustarben. Gehen wir hier zu den Colonial Martians. Marshals. Waits, mir sind hier Sicherheitsgitter im Weg. Können Sie die öffnen? Waits! Ihr Sackgesichter, ihr Mörder! Lass sie in Ruhe! Bleib zurück! Finden Sie eine Alternativroute? Ja, wie es aussieht, ist der Marshall Waits gerade an einem Fasnachtskiechel erstickt. Und der kann uns nämlich weiterhelfen. Immer ich. Dass immer mir so ein Scheiß passieren muss. Okay. Gucken wir mal, ob wir da nicht durchkommen vielleicht.
Nee, Strom wiederherstellen. Jetzt kommt der Quatsch, den ich befürchtet habe. Jetzt weiß ich nämlich, wo ich lang muss. Und wie ich das beim ersten Mal gepackt habe. Jetzt weiß ich schon nämlich, wie das geklappt hat ursprünglich. Irgendwie bin ich da natürlich rübergekommen, aber wie weiß ich nämlich. Das Subfunktionikat verfügt über alle Annehmlichkeiten, die Sie. Bla 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 bla. Von einem Zuhause erwarten können. Solomons Galerie, unser hauseigenes Einkaufszentrum, hat alles, was die Herzen der Besucher und die der Dauerbevölkerung begehren. Da kommen wir nicht durch. Unsere Ordnungskräfte im Marshallbüro, wo Sie rund um die Uhr für Ihre Sicherheit sorgen. Letztlich hier die nach dem Gründer der Six Corporation benannten Desire Six Eden, in denen die auf der Station lebenden Arbeiter und Familien untergebracht sind. Och du Levi, jetzt hat was geprappelt. Bei Xing Xang kommen wir auch nicht weiter. Und vielleicht hier nochmal. Probieren wir es nochmal dort durch. Irgendwelche Route oder sonst irgendwas. Vielleicht können wir dort nochmal irgendwo den Strom wiederherstellen oder so. Ah, jetzt ist hier auf. Stimmt, so war das mal. Genau. Das ging ja besser als gedacht. Ich weiß noch, beim ersten Mal bin ich da rumgeirrt wie ein kopfloses Hinkel. Und hab nämlich gewusst, wo ich da hin muss. Aber das ist der Weg. Soweit ich mich richtig erinnere, ist das der Weg hier. Okay, super. Boah, ich habe schon befürchtet, dass ich jetzt auch wieder eine halbe Stunde hier durch die Gegend irre würde. Aber glücklicherweise nicht der Fall. Oh. Komm her. Ab, komm her. Ein freundlicher Android. Da krieg ich jetzt erstmal auf der Wäsche geknallt. Das ist gerade so kracht. Okay. Elektroschocker ist jetzt kaputt. Ab jetzt muss ich sie wieder auf die einfache Art und Weise niedermachen. Aber ja, so wie es ausgesehen hat, ist ja sowieso alles hier voll von den Androiden. Und die haben auch schon das Marshallbüro gestürmt. Boah, geht mal das auf das Senkel. Immer für sie da sind die grundgute Androiden. Die sind so toll. Jeder sollte einen haben. Für den Selbstmörder von heute. Machen Sie es nicht selber. Lassen Sie es doch einen Hiwi-Androiden für Sie erledigen. Ganz schmerzfrei. Also sowas? Klar, Androide sind durchaus nützlich, aber die sollten definitiv die Isaac Asimovsche Robotergesetze verinnerlicht haben. Und das unumstößlich. Also Umprogrammierung ausgeschlossen, würde ich sagen. Wenn man sowas macht, wenn man Androide nimmt, dafür sorge, dass die auf jeden Fall richtig funktionieren. Und nicht umprogrammiert werden können. Das sollte man vielleicht auch sicherstellen. Egal, was der Hauptcomputer dazu sagt. So. Pumpgun-Patrone, das ist gut. Das ist gut, mein Lieber. Pumpgun. Lad mal nochmal. Okay, du gehst in die Sackgasse, aber ich guck mich doch trotzdem nochmal um. Mhm. Hat sich gelohnt, der Ladungspack haben wir noch mitnehmen können. Nochmal dort durch. Du kann ich mich durchhebeln. Aber vorher will ich noch hier in die Sackgasse rein. Oh, Batterie ist leer. Nein, Taschenlampe-Batterie reingemacht mit langen Dreieckhalter. Ich habe gesucht. Boah, du. Mistkerl. Aber so sehr wie der Erste, der mich damals gegriffen hat, so sehr hat mich bisher noch keiner mehr erschreckt.
Du hast da irgendwas von Interesse. Hier irgendwo, ja. Doch mal nett, aber vielleicht hier. Ah, nee. Halt mal, Gaula. Ich glaube, da geht's doch hier, wo wir eigentlich hier müssen. Wenn, dann dort hier erstmal. Wenn das noch so ein optionaler Raum ist. Mhm. Sieht mal so aus, als wäre das ein optionaler Raum. Greifen wir noch auf das Terminal zu. Was ist dein Plan? Hey Mart, vermutlich hast du mittlerweile von der Stilllegung der Station gehört. Was ist dein Plan? Ich habe ein paar Kontakte, die mir Arbeit verschaffen können. Ich kann dir nichts versprechen, aber vielleicht finden die für dich auch was. Die haben mir der Scheißdung... Was? Die haben mit der Schließung... Scheißdung, genau. Die haben mit der Schließung der Geschäfte in der Galerie angefangen. Dein Laden ist noch vom letzten Jahr zugenagelt. Tut mir leid, dass du ihn verloren hast. An dir klebt das Pech. Hörst du noch von Margaret und den Kindern? Vielleicht solltest du sie besuchen, wenn du von Sevastopol abhaust. Sag Bescheid, wenn ich mich für dich umhören soll. Gillen oder Jillen? Sicherheitsrisiko. Blith, wir müssen diese automatischen Hausmeister irgendwie ausschalten. Sie gefährden die Sicherheit. Wann immer die ihre Putzrunden drehen, besteht das Risiko, dass sie der Kreatur einen Weg öffnen oder Plünderer reinlassen. An alle Einwohner von Sevastopol, die Stilllegung der Station ist im Gange. Bitte lesen und beachten Sie folgende Punkte. Ein Vermessungsteam befindet sich auf Sevastopol, um den Stilllegungsprozess einzuleiten. Bitte zeigen Sie sich ihnen behilflich. Wir verfügen über ausreichend Nahrungs- und Medizinvorräte. Die Flugbahnänderung des Versorgungsschiffes hat keine Auswirkungen auf Ihre Lebensqualität. Sollten die Vorräte dennoch zur Neige gehen, kann es zur Rationierung kommen. Vorratshortung und illegaler Handel werden nicht geduldet. Bitte melden Sie verdächtige Aktivitäten dem Siegsen-Sicherheitsdienst, der in Zusammenarbeit mit den Kolonien-Marshals Nachforschungen anstellen wird. Ein Unterbringungsdienst für die Bevölkerung wurde eingerichtet. Wir unterstützen Sie gerne beim nächsten Schritt, tragen jedoch keinerlei Kosten. Benötigen Sie finanzielle Hilfe, empfehlen wir den Siegsen-Kreditdienst. Die Stilllegung ist endgültig, Sie müssen umziehen oder mit einer Zwangsräumung rechnen. Nett. Ich habe vor ungefähr 24 Stunden im Galerie-Einkaufszentrum Lager aufgeschlagen. Die Menschen hier, sie haben Angst. Aber sie glauben noch immer, dass Marshall Waits die Kreatur töten wird. Andere Gefahren scheinen sie vergessen zu haben. Sie haben sich selbst vergessen. Die Menschen wenden sich gegeneinander für Nahrung, Wasser. Ich kann nicht hierbleiben. Ja, so ist das, ne? Das ist halt das. Gehen wir da nochmal durch. Ah, das sind wir hier beim Xing Xang, glaube ich, ne? Und da ist noch ein Schacht. Ich weiß gar nicht, warum ich am Anfang so Probleme mit gehabt habe, ohne Scheiß. Wenn ich es gerade jetzt so wieder spiele, denke ich echt, was habe ich denn nur für ein verdammtes Problem gehabt? Hier noch irgendwas? Nö. Okay. Im Schacht noch irgendwas gebunkert? Ah, da kann ich ja in den andere Laderei reinklettern. So gut eine Impfpistole, das ist egal. Ah, okay. Du einfach lang. Gehen wir mal da raus. Und hier gibt es irgendwas Spannendes, was zu spielen und was mit Schokolade. Nee, aber Sprengkapsel, die man nicht einstecken können. Großes Kino. Mal hier irgendwas Spannendes. Flammewerferöl, dafür hat es doch schon mal gelohnt. Sind wir hier fast wieder bei der 500. Das ist gut. Okay. Peng. Okay, dann sind wir hier schon hier mit dem optionalen Gebiet durch.
Und dann did ich Sache, ihr liebe Leid. Ich mache an der Stelle mein Cut, damit wir eine reguläre Episode wieder hin. Wir sehen uns dann in der nächsten Episode von Let's Play Alien Isolation. Uff, pelzig. Ich hoffe, euch hat es wieder Spaß gemacht und das mal ganz ohne Ausflipper oder sonst irgendwas. Machen's gut, ihr liebe Leid. Euer Yankee.